diese Gesamtstory, die wir auf dem Album erzählen, sind halt wir in dieser Stadt. Düsseldorfer Kulturerbe. Das passiert halt so off the record. Wieso dann nicht auch einfach das Album Düsseldorf-Tokio nennen? Ein bisschen Rotze kann natürlich nicht schaden, ne? Wir sind ja nicht AC/DC, die gibt's ja schon. Von wegen, der hört sich jetzt an wie Heino oder so. Ich lieb dich, tu te amore. Das war einfach ein krasser Punkt, zu merken, dass so ein Entzug einen auch nicht trocken macht. Lockdown ist immer noch, Album ist jetzt trotzdem da, Tour ist trotzdem weg. Jetzt durch Corona keine Live-Shows, da macht man sich natürlich schon Sorgen, ob man das Kontingent wegverkauft. Ganz, ganz spannendes, interessantes Album. Die stärkste Veröffentlichung bisher für die Band. Eine ganz tolle Auswahl. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, Wahnsinn.